Tja, die Bilanz. Die Bilanz ist ein verkürztes Inventar. Sie ist deshalb ein verkürztes Inventar, weil man bei ihr auf die ausführliche Darstellung, wie wir sie im Inventar vorgefunden haben, verzichtet. Beispiel: Die einzelnen Guthaben bei den Kreditinstituten werden hier in der Bilanz nicht mehr separat aufgeführt, sondern in einer einzigen Position zusammengefasst. Darüber hinaus ändert sich auch bei der Bilanz die Darstellungsform. Für die Bilanz verwenden wir die sogenannte Kontenform. Il conto, die Rechnung aus dem Italienischen. Ein Konto im Rahmen der Buchführung ist immer eine sogenannte zweiseitige Rechnung. Da sich diese zweiseitige Rechnung auch als großes T bildlich darstellen lässt, bezeichnet man sie auch als sogenanntes T-Konto. Im Inventar hatten wir die Gliederung in Vermögen, Schulden und Reinvermögen. Während wir das Reinvermögen auch als Eigenkapital bezeichnet haben, ließe sich für die Schulden auch die Bezeichnung Fremdkapital verwenden. Beide zusammen also als Kapital. Die Frage steht nun, wie kommt man vom Inventar zur Bilanz? Unser Vermögen geht auf die linke Seite der Bilanz, das Kapital auf die rechte Seite der Bilanz. Die linke Seite dieser Bilanz bezeichnen wir als Aktiva, die rechte Seite als Passiva. Während die Vermögens- oder auch Aktivseite der Bilanz Auskunft gibt über die Verwendung der im Unternehmen gebundenen finanziellen Mittel, informiert die Passivseite darüber, woher diese Mittel kommen, also über die Mittelherkunft. Kapital an sich ist passiv. Es vermehrt sich von sich aus nicht. Es muss aktiviert, es muss investiert werden. Daher auch diese Begrifflichkeiten passiva, aktiva. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Nehmen wir an, in unserem Vermögen würde sich ein Einfamilienhaus im Wert von 200.000 Euro befinden. Zur Finanzierung dieses Einfamilienhauses wurde ein Darlehen über 150.000 Euro aufgenommen. Dieses Darlehen stellt Fremdkapital dar. Um nun diese Finanzierungslücke auszugleichen, war es erforderlich, insgesamt 50.000 Euro Eigenkapital einzusetzen. Dieses Beispiel verdeutlicht schon wieder eine ganz entscheidende Eigenschaft der Bilanz, nämlich die, die sich auch aus dem Begriff der Bilanz her ableiten lässt. La Bilancia, italienisch, steht nämlich für die Waage. Und genauso wie die Waage in unserem Bild, muss auch die Bilanz immer ausgeglichen sein. Das heißt, die Summe der Aktiva entspricht der Summe der Passiva. Tja, das war's schon wieder zur Bilanz.